Hund im Auto. Es ist nicht herrlich. Endlich Sommer, Sonne, Wärme. Ja, alles könnte so schön sein. Leider lassen nur auch sicherlich dieses Jahr wieder einige sorglose Hundebesitzer ihre Hunde im Auto. Vielleicht ist die Scheibe noch ein bisschen heruntergelassen worden, in der Meinung, das reicht dann schon. Nein, das reicht nicht. Zum einen wünsche ich diesen Hundebesitzern, dass sie sich selbst mal diese Zeit ins Auto setzen, wie sich das denn so anfühlt. Und wir Menschen kommen mit so einer Hitze viel besser zurecht, denn wir schwitzen ja so ziemlich am gesamten Körper. Der Hund schwitzt an den Pfoten. Vielleicht ist Ihnen mal aufgefallen, wenn Sie beim Tierarzt waren und der Hund springt oder springt vom Tisch oder wird eben von dem Untersuchungs- oder Behandlungstisch heruntergenommen, dass dann da feuchte Pfotenabdrücke zurückbleiben. Ja, der Hund schwitzt an den Pfoten und er hechelt für seinen Temperaturausgleich. Also er schaufelt sich praktisch kühlere Luft von außen nach innen. Das Fatale ist aber, wenn es da keine kühle Luft gibt. Und dann sorgen seine Nasenschleimhäute auch für einen Temperaturausgleich. Sie sehen hier einen Hundeschädel und die Nase zeigt hier diese ganz filigranen Knochengebilde. Das sind die Knochenlamellen und die sind mit der Nasenschleimhaut ausgekleidet. Ganz filigran und ganz viele Ausformungen. Dadurch wird ermöglicht, dass der Hund über eine ganz großflächige Nasenschleimhaut verfügt, solange er auch eine lange Nase hat. So, und wenn der Hund nun hechelt, gelangt also im Idealfall kühle Luft in den Hundekörper. Beteiligt sind hier natürlich ja, Zunge, Nase, Luftröhre, Bronchien. Die Luft zirkuliert und beim Ausatmen über das Maul gelangt auch mehr Feuchtigkeit über die Schleimhäute nach außen, was wiederum zu einer Kühlung führt. Aber wenn Sie vergleichen, auch wenn die Nasenschleimhaut, überhaupt die Atemwegsschleimhäute des Hundes, so viel großflächiger sind als die des Menschen. Beim Schwitzen haben wir natürlich den Vorteil, dass wir über ganz viele Schweißdrüsen verfügen. Wir schwitzen ja praktisch am gesamten Körper. Der Hund hat also da nur sehr, sehr eingeschränkte Möglichkeiten. Insofern ist es so wichtig, den Hund bei einer Temperatur ab 20 Grad nicht mehr im Auto zurückzulassen. Und so ein Aufenthalt in einem überhitzten Auto kann dann auch zum Tod führen.